Lebensgefährlich verletzt wurde am Mittwochmittag eine 42-jährige Frau auf der L723 bei Walldorf. Nach Mitteilung der Polizei prallte gegen 12.30 Uhr ein Lastwagen ungebremst ins Heck eines an einer roten Ampel wartenden Renault-Kastenwagen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die 42-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort kam sie mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus. Die Beamten des Verkehrskommissariats in Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.